Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ja, beim letzten Mal haben wir noch die Tänzerin des Nordwindtals besiegt und ich vermute, dass auch jetzt in diesem Stream bzw. dieser Folge auch wieder ein Bosskampf kommt, denn wir waren beim letzten Mal auch in der gottlosen Hauptstadt und ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal zurück. Und da war eine Nebelwand und bisher hat eine Nebelwand in Dark Souls 3 immer Bossfight bedeutet. Und ich vermute mal, dass es hier nicht anders sein wird. So, wir sind zurück in der gottlosen Hauptstadt. Es gab hier unten noch ein Item, das ich eigentlich ganz gerne hätte, wo ich aber nicht genau weiß, wie wir da hinkommen. Können wir hier vielleicht irgendwie runterspringen? Weil da unten ist irgendwie noch so ein zweites Gatter. Da kann man rauslaufen. Können wir hier irgendwie runterspringen? Nö. Hm. Wie kommen wir an dieses Item ran? Das möchte ich natürlich schon irgendwie kriegen. Das ist bestimmt irgendwie was Tolles. Ja, wir können noch mal hier runter gehen. Es scheint nicht von außen, man scheint da nicht von außen hinzukommen. Also wirklich der einzige Weg, den ich sehe, ist, sich von oben da runterfallen zu lassen und dann auf diesem kleinen Vorsprung zu landen und dann so das Item mitzunehmen. Ah, da muss ich mal gucken, waren wir hier schon? Das ist ein Gegner. Es ist jetzt natürlich auch wieder ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Wir gehen mal kurz hier raus. Gucken, ob wir hier vielleicht einen Weg finden. War hier der Brückenzugang? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Schatz. Ich sehe keinen Schatz, ich sehe nur Tod. Da unten lauert der Tod. Oh. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder. Aber was ist dann der Sinn von der ganzen Geschichte hier? Ich werde wahrscheinlich gleich wieder meine Glut verlieren, weil ich irgendwie aus Versehen irgendwo runterfalle. Also da unten scheint man hinzukommen, aber dieser Sprung ist garantiert tödlich. Außer man hätte irgendwie so einen Fallschutzring oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas besitzen. Da liegt auch nochmal Loot. Wie kommen wir denn jetzt von hier wieder zurück überhaupt? Also ich glaube, wir haben hier... Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal ihn hier töten und dann gucken wir weiter. Oh, das hat gesessen. Wow, das macht... Also mittlerweile, wir machen echt ganz guten Schaden. Oh, da konnten wir ihn sogar staggern. Ein bisschen. 2500 Seelen geben die, aber ich glaube, die kommen wieder. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den schon mal getötet haben. Also da war auf jeden Fall eine Leiter, die wieder in das Kolosseum führt. Genau, beim letzten Mal sind wir über diese Brücke gegangen. Und da unten liegt auch noch Loot. Sehe ich gerade. Warum haben wir den nicht eingesammelt? Sind wir hierher gekommen? Geht es hier zurück in den Kerker? Wahrscheinlich, ne? Ne, der ist ein Funkelchen. Da kommen wir aber nicht hin. Waren wir noch nicht? Leute, ich habe komplett die Orientierung verloren. Da ist auch ein Funkelchen. So, das eine haben wir. Also hier waren wir ganz sicher noch nicht, weil den hätte ich gekriegt.
Hier waren wir garantiert noch nicht. Sondern ist hier das andere Loch. Funkelchen ist weg. Okay. Das heißt, wir müssen hier nochmal hin. Wohl oder übel. Ich höre auch irgendwelche Schritte. Streaming sollte jetzt auch wieder mit besserer Qualität sein. Ich habe das Problem wahrscheinlich gefixt. Also meine Leitung läuft jetzt wieder auf Normalspeed. Okay, da liegen Items. Wo sind wir hier überhaupt? Da oben liegt auch noch was. Hier gibt es so viele Items. Also aber hier können wir wenigstens runterfallen. Das ist schon mal was. Lila Moosklumpen mit Blumen. Ja, ich denke mal, kann man immer brauchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon mal Toxin hatten. Aber das hat überraschenderweise relativ viel Schaden gemacht. Läuterungsstein. Oh. Autsch. Ich weiß jetzt nicht, ob das das normale Gift ist oder ob das das Toxin ist. Aber ich vermute, das werden wir es auch gleich rausfinden. Weil da hinten liegt ein Item. Und um es bis dahin zu schaffen, werde ich mich... Da ist eine Leiter, da kommen wir dann wieder nach oben. Werde ich mich zwangsläufig vergiften lassen müssen. Gut, ich würde sagen, Estus nehmen und dann ab geht die Post. Giftig. Es geht schneller, es ist Toxin. Okay, gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Item. Und dann ratzfatz hier wieder raus. Fluchbissring, okay. Ach, da ist nochmal was. Ich lasse es jetzt ticken, weil es bringt nicht wirklich viel, hier Moosklumpen zu verwenden. Giftiger Edelstein, okay, den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Aber der Ring könnte vielleicht irgendwann mal nützlich werden. Und dann waren wir hier eigentlich in Sicherheit, dachte ich. So, ich nehme hier nochmal einen Estus. Und gucken uns hier hinten noch um, weil ich möchte, wenn wir mal aus diesem Gift hier draußen sind, möchte ich hier nicht wieder rein. Was haben wir hier? Ein Beichtstein. So, was haben wir hier für eine Tür? Können wir die öffnen? Wir können die öffnen. Wir müssen mir überlegen, ob ich so einen Moosklub mit Blumen nehmen soll. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ich meine, die kosten jetzt... Wir können die, glaube ich, unbegrenzt kaufen. Kosten auch nicht die Welt. Sind das Gegner? Ich glaube, das sind Gegner. Und das sind neue Gegner. Irgendwelche Hände? Ah, bist du ein ekelhaftes Vieh. Boah, du hältst auch. Mist, ich glaube, das ist unser Todesurteil. Wobei, wir haben relativ viele HP. Okay, wir haben es nochmal überlebt, aber da müssen wir aufpassen. Der ist ganz schön gierig, der Junge. Und nein, nicht ins Gift. Nicht wieder ins Gift. Autsch, das hat gesessen. Machen wir ihn weg. 2700 Seelen, Eleonora. Und hat ja auch ein Küchlein gedroppt. Eleonora, das sah jetzt nach einer Waffe aus. Hier, oder? Ja. Es ist eine Axt. Macht jetzt nicht so viel Schaden, hat auch keine gute Skalierung. Eine merkwürdige Waffe der missgestalteten Bewohnerin der gottlosen Hauptstadt. Das sind Frauen, okay. Es heißt, dass sie Angehörige eines Orakels waren und ihr Fluch die gottlose Flamme entzündete, sie aber trotz ihrer Taten sorglos weiterleben konnten. Festmahlsglocke, okay. Naja, wenn die eine jetzt da was gedroppt hat, dann droppen die hier bestimmt auch was. Deswegen machen wir die auch weg. Also ich probiere es zumindest. Nee, ach, wir haben beide getriggert, Mist.
Nein, er hat uns erwischt. Nein. Schnell zurück. Flakon nehmen. Problem ist Gift. Ach, das hat uns wieder erwischt. Und das Gift tickt weiter. Wie gemein ist das denn? Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Erstmal ein Flakon nehmen. Und dann ganz schnell das hier benutzen. So, Jungs. Können wir jetzt vielleicht in Ruhe kämpfen? So, es ist nur noch einer übrig. Er hat auch wieder was gedroppt. Bin ich gespannt. Na komm. Habe ich dich erwischt? Oh. Autsch, das hat gesessen. Ich nehme erstmal einen Flakon. Sicherheitshalber, weil gerade wenn sie mich mit der Fressattacke erwischen, machen sie echt guten Schaden. Oh, ich dachte schon, er hat mich wieder erwischt. Nur einen Hit bei denen jeweils. Aber jetzt können wir ihn fertig machen, oder? Oder auch nicht. Wir hatten kein Stamina mehr. Puh. Jauche-Küchlein, mehr Jauche-Küchlein. Das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Okay, das hat sich nicht gelohnt, die Typen zu töten. Aber hätte ja sein können. Was haben wir hier? Drei Läuterungssteine. Wofür sind die... Ich meine, wenn es keinen Fluch gibt. Reduziert untoten Fluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Aushöhlung 99. Stört das uns irgendwie, die Aushöhlung? Wir wissen es nicht. Ich merke keine negativen Effekte von Aushöhlung. Es kann natürlich sein, machen, kriegen wir dadurch mehr Schaden? Ist das möglich? Ich meine, das ist... Ich weiß nicht, woher die Aushöhlung kommt. Wahrscheinlich von den Toten. Können wir das irgendwie... Hilfe? Erklärung? Aushöhlung. Gibt die Schwere des Fluches an, der auf dem Charakter lastet. Wird der Fluch zu stark, verwandelt sich der Charakter in eine Hülle. Ja, aber hat das tatsächlich irgendwelche negativen Eigenschaften auf uns? Das ist die Frage. Ich meine, wir können ja mal so einen Läuterungsstein verwenden. Wir haben eigentlich eh genügend davon. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich sie wieder finde. 4 Stück. So, ist die Aushöhlung jetzt... Aushöhlung ist weg. Wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht weniger Schaden nehmen. Also, ich weiß es nicht. Ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass wir übermäßig krass viel Schaden kriegen. Wir haben schon teilweise echt gut Schaden gefressen, aber war es wirklich überdurchschnittlich viel, das man sonst nicht erhalten hätte? Das weiß ich nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder aus diesem elenden Sumpf hier rauskommen. Aus diesem Toxin, aus dieser Toxinhölle. So, da geht's rein. Da liegt auch ein Item, da können wir nochmal hoch. Ach, wieder einer von euch. Und da liegt nochmal ein Item. Aber da kommen wir nur von oben hin. Ich würde erstmal sagen, wir probieren, wir töten ihn erstmal. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Autsch, naja, er kann auch nach hinten fallen. Estus. Wir haben zwar nicht mehr viele, aber ich will kein One-Hit sein, wenn er uns erwischt. Na komm. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ich meine, die geben Seelen, bis das gäbe es kein Morgen mehr. Jetzt haben wir hier Hofzauberer-Kram. Glaube ich aktuell nicht interessant, das ist wieder ein Mimik. Mit 2 Flakons gegen ein Mimik. Ach du Kacke.
Was haben wir hier? Abfall, ne? Das hat sich ja wieder super gelohnt. Hier vielleicht eine scheinbare Wand oder was ist der Sinn von diesem Raum? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Schade. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Mimik. Weil... Dann müssen wir in diesen Raum nicht wieder zurückkommen. Autsch, der hat mich natürlich wieder erwischt. So, jetzt habe ich dich. Was droppst du uns? Logans Beschleuniger. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Weil wir verwenden ja eigentlich keine Zauber. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier hoch. Anderen Weg gibt's nicht. Jetzt gibt's hier nochmal. Wer zur Hölle bist du? Autsch. Du nimmst aber guten Schaden. Ich habe keine Ahnung, was das wieder für ein Knilch war. Da auf jeden Fall eine Schriftrolle von Logan gerobbt. Das scheint dann wohl Logan gewesen zu sein. Huh. So, hier konnten wir uns, glaube ich... Ah, genau, hier können wir auch nochmal runterdroppen. Dann holen wir uns dieses Item Götterzorn. Hört sich nach einem mächtigen Zauber an. Nichts für uns. Mächtige Zauber sind uns zu overpowered. Ich habe auch noch einen Knochensplitter. Das heißt, wir können unsere Essos auf plus 8 verstärken. Das sollte ich unbedingt machen. Das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, als ich die Aufnahme angefangen habe. So, jetzt geht es hier hinten noch rum. Da finden wir auch nochmal ein Item. Giftpfeile. Ja, es ist, da wir ohne Bogen spielen, auch nicht wirklich interessant für uns. Ich hoffe ja eigentlich immer so ein bisschen auf Ringe. Ich sammle gerne Ringe in Dark Souls. Ich habe immer gerne möglichst viele Ringe. So, wo kommen wir hier hin? Denn das eine Funkelchen muss ich dann auch nochmal erwischen. Tarnung voraus. Jetzt sind wir wieder im Kerker. Das hier ist keine scheinbare Wand. Oh. Ja. Ah, zum Glück konnten die uns nicht brenneisen. Das ist wahrscheinlich eine Waffe. Zum Glück konnten die uns nicht wieder, ich sage jetzt mal, cursen, die HP abziehen. Weil wir haben nur noch zwei Estus. Gerade jetzt wäre das ziemlich fatal. Da unten sind Ratten. Waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen wohl oder übel da runtergehen, wenn jetzt hier nicht irgendwie noch eine Schlüssel des Wärters. Ich glaube, damit können wir die ganzen Türen öffnen, die wir noch nicht öffnen können. Aber wir haben auch noch einen anderen Schlüssel, wo ich nicht weiß, wohin er passt. So. Das wird uns wahrscheinlich ziemlich viel Fallschaden machen. Aber es bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig. Ja. Und die Ratten haben natürlich sofort zugebissen. Oh. Ein Flakon noch. Kommen hier wieder unendlich viele. Ich werde abhauen. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Oder? Sind wir in einem Aufzugsraum? Nicht runterfliegen jetzt. So, nächste Ratte. Ja, hier ist ein Aufzug auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Wir hatten schon mal so ein Rattenloch, wo unbegrenzt viele Ratten rauskamen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dasselbe ist. Wir müssen einfach mal gucken, wo wir dann oben rauskommen. Wir haben jetzt natürlich 33.000 Seelen. Die möchte ich eigentlich nicht unbedingt verspielen. Aber ich habe ja Heimatknochen für den Notfall ausgerüstet. Wo kommen wir hier raus? Wir kommen wieder beim Leuchtfeuer raus, glaube ich, oder?
Genau, das ist das eine Leuchtfeuer. Perfekt. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal kurz in den Feuerbahnschrein zurück, weil ich möchte den Knochensplitter verbrennen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das tun. So, dann untoten Knochensplitter verbrennen. Dann würde ich sagen, geben wir auch noch direkt mal unsere Seelen aus. Machen wir nochmal ein Level up. Ich glaube, hier in Dark Souls 3 lohnt es sich echt ein bisschen in Vitalität zu investieren. Weil dadurch, dass wir jetzt, ich meine, plus 8 Estus haben, mit plus noch den Estus Ring, heilen wir super viel mit dem Estus. Und wir wollen natürlich auch, wenn möglich, einen maximalen Value rausziehen aus unseren Estus. Deswegen lohnt es sich hier im Vergleich zum ersten Teil und auch zum zweiten Teil grundsätzlich mehr die Vitalität zu erhöhen. Dann war, glaube ich, war nicht. Wir hatten zwei geschlossene Türen auf jeden Fall. Die müssten wir jetzt öffnen können. Wer Schlüssel ist, wer das benutzt. Genau, sehr schön. Das wäre nochmal schon mal Tür Nummer 1. Hat sich nicht gelohnt. War ein Waste. Okay, gut, dann gucken wir, ob wir. Oh. Ja, du hängst da jetzt in der Decke fest. Das tut mir sehr leid für dich. Dann gucken wir jetzt, ob wir irgendwie noch die zweite Tür finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei Türen gab, die wir nicht öffnen konnten. So, der ist weg. Die Frage ist, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es hier unten war oder auf der anderen Seite. Könnte sowohl als auch sein. Oh, genau, da waren die. Die habe ich ganz vergessen. Müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt. Naja, doch, ich töte am besten alle. Ja, genau, da hinten ist auch noch Loot. Oh. Das heißt, hier müsste auch aufgehen. Schlüssel des Wärters benutzt. Perfekt. Asche des Gefängnisleiters. Aber wir haben immer noch einen Schlüssel zu irgendeiner Hauptzelle. Und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also da werde ich dann im Endeffekt doch nochmal offscreen durchrennen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die. Ah, das waren die. Von denen dürfen wir uns nicht treffen lassen. Das sind die mit den üblen Blutungen. Naja, gut, er hat nur noch wenig HP. Ansonsten. Okay, gut. Wo kommst du her? Ich glaube, das war's hier unten. Also, ich sehe hier nichts mehr. Das heißt, ihn können wir eigentlich in Ruhe lassen. Müssen wir nicht töten. Ist hier noch. Oh. Ach, die verwandeln sich. Diese elenden Dreckspenner. Jetzt kriegen wir natürlich wieder Blutverlust rein. Aber gut, ich meine, wir haben 12 Estus. Das können wir jetzt eigentlich locker gegenheilen. Ich werde jetzt nochmal kurz. Boah, wo kommen die denn alle her? Die macht auch Schaden, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sind hier Gegner respawned? So, dann du noch. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal auf der anderen Seite gucken, ob da noch irgendwie eine geschlossene Tür ist. Und ansonsten gehen wir zurück in die gottlose Hauptstadt, würde ich sagen. Ich denke, wir töten ihn erstmal. Ja, jetzt kriegen wir natürlich den HP-Verlust rein. Ah, nicht, dass die. Ah. Aber die Blutung, der Blutungseffekt geht runter. Das ist ja schon mal super. Haben wir jetzt hier noch irgendwie geschlossene Türen irgendwo? Das ist die große Preisfrage. Ich werde erstmal ein Estus nehmen. Und dann gehen wir hier noch runter. Und wenn da jetzt nichts mehr ist, wie gesagt, es tut mir leid.
Wenn das vielleicht jetzt ein bisschen redundant ist, ich weiß wirklich nicht mehr, ob wir hier schon. Ob wir hier schon nach Türen überprüft haben. So, Rauch geht weg. Irgendwie. Hallo? Warum sind wir so schwerfällig? Wir haben eine Fat Roll. Warum haben wir eine Fat Roll? Das muss ich gleich mal angucken. Hallo? Ich konnte nicht. Er war viel schneller. Ich weiß nicht, warum wir jetzt plötzlich eine Fat Roll haben. Das war super merkwürdig gerade. Das hat mich übelst irritiert. Warum haben wir eine Fat Roll? Wir haben keine Fat Roll. Hä? Warum waren wir da langsam? Ich verstehe es nicht. Na gut, die Glut ist weg. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt mal ihn wegmachen. Und natürlich möchte ich eigentlich ganz gern die Seelen zurückholen. Es wäre jetzt nicht dramatisch, wenn wir sie verlieren würden. Wir sind hier langsamer. Jetzt habe ich wieder eine Fat Roll. Wenn wir mit diesem Curse-Dings belegt sind, dann sind wir langsamer. Das heißt, erstmal Land gewinnen. Der hat halt irgendwie so eine Aura. So, weg ist er. Ah, die Typen sind super gefährlich. Ich weiß jetzt auch nicht, was man dagegen tun kann. Wahrscheinlich gibt es irgendwie ein Mittel dagegen. Aber ich weiß, ich kenne es halt nicht. So, der Essos hat uns jetzt eigentlich voll geheilt. Ich hab ihn ein bisschen zu früh genommen. Ich habe das gesehen, aber wir brauchen sowieso nicht so viele Estos, denke ich. Wir haben eigentlich genügend. So, diesmal aufpassen. Nicht, dass ich wieder denselben Fehler mache. Seelen haben wir zurück. So, er ist tot. Brenneisen hat er gedroppt. So, wir gehen hier hoch. Wir sind nicht, wurden nicht gecursed. Ich weiß nicht, ob es der Rauch ist oder was anderes. Jetzt wurden wir. Hä? Ich verstehe die Mechanik nicht. Ich verstehe nicht, wann wir gecursed werden und wann nicht. Aber gut, was haben wir hier irgendwie was noch? Oh. Ah, habt ihr mich erschreckt? Wahnsinn. Oh. So, da haben wir eine offene Tür, da waren wir schon. Da haben wir auch eine offene Tür, das heißt, wir waren auch schon. Die Frage ist, gibt es hier noch Zellen dazwischen, die wir nicht geöffnet haben? Hier schon mal nicht. Ah, das sind wieder die. Die waren auch ekelhaft. Ich denke, das reicht gleich auch wieder nochmal für ein Level Up. Bevor wir dann zum Boss gehen. So, hier kommen wir dann wieder in die gottlose Hauptstadt. Da waren wir ja schon. Das ist der reguläre Weg. Dann, was war hier? War hier ein Shortcut? Ich glaube, hier war ein Shortcut. Hier war ein Aufzug, oder? Yep. Ich weiß nicht mehr, welcher Aufzug es war, aber hier war auf jeden Fall ein Aufzug. Das heißt aber, hier haben wir alles abgesucht. Wir können zurückgehen. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Ob hier noch irgendwelche geschlossenen Türen sind, das ist nicht der Fall. Haben wir überprüft. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die gottlose Hauptstadt. Wir haben wieder 12 Estus. Ich glaube, wir haben da irgendwie wieder einen Estus erhalten zwischendurch mal. Hier ging es zum Leuchtfeuer. Okay, aber wir haben immer noch Loot gesehen, den wir nicht mitgenommen haben.
Das heißt, wir reisen da in die gottlose Hauptstadt. Ich hoffe, der Stream ist lagfrei und es läuft alles zu eurer Zufriedenheit. Wir haben immer noch das eine Item da, wo wir irgendwie runterspringen müssten. Und ich habe so eine Befürchtung, dass es was hiermit zu tun hat. Okay, das ging. Das ging nicht. Wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Ich werde das wahrscheinlich dann, also ich werde es nochmal probieren. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann denke ich mal, werde ich das offscreen probieren. Wir sind jetzt hier. Schön. Bringt uns das irgendwas? Ist das hier was? Nö. Kommen wir da irgendwie hin? Können wir hier runterspringen? Nö. Hier auch nicht. Wie kommt man da hin, verdammte Axt? Ach Mist. Bin ich wieder runtergeflogen. Von außen kommt man nicht rein. Von hier unten können wir das Item nicht nehmen. Von oben rauf springen geht nicht. Von der Seite. Ich glaube, das sind die Säulen im Weg. Ich glaube, da kommt man gar nicht durch. Ich verstehe es nicht. Ich werde das auf meine Liste der To-Dos setzen. So, beim letzten Mal sind wir hier runtergesprungen. Wir müssen das nochmal tun, weil die eine Echse noch da ist. Wobei, das mache ich offscreen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Jetzt gehen wir zum Boss. Beziehungsweise da... wir haben noch 20.000 Seelen. Wir gucken mal kurz, wie viele wir für ein Level-Up brauchen. Dann werden wir kurz noch ein Level-Up machen. Wir brauchen 25.000. Wir haben schon wieder Aushöhlung 1. Okay, also ich glaube, wir sind auch einmal gestorben. Und das hat uns dann die Aushöhlung erhöht, quasi. Spielt aber nicht so eine Rolle. Okay, zurück zum Feuerbahnschrein. Ich denke, die 5000 Seelen können wir noch irgendwie zusammenkratzen. Dann machen wir den Level up und dann geht's zum Nebel. Und nach dem Boss werden wir dann... was haben wir? 50, 200... 400, 800, 1000, 2000, 3000, 4000. Ich nehme mal so eine. 8000 gibt die. Okay, dann haben wir sogar ein bisschen zu viel. Naja, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wir nehmen nochmal Ausdauer, da sind wir auf 30. Ich denke, das passt. Das ist eine gute Sache. Gut. Dann machen wir jetzt zum Boss. Ich habe jetzt Lust auf den Boss. Ich will nicht immer jedem kleinen Item, das noch irgendwie liegt, irgendwie nachjagen müssen. Das ist dann auch irgendwie wahrscheinlich langweilig. Wenn man nicht weiß, wie man an ein Item rankommt, dann mache ich das offscreen. Außer wir finden jetzt hier irgendwie direkt noch einen Weg. Wenn ja, dann haben wir hier Geheimpfad voraus. Ja, das hier können wir probieren. Okay, gut, das hat so schon mal nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen da springen. Den Geheimpfad werden wir uns natürlich noch angucken. Also es sieht schon so aus, als könnte man darauf landen. Aber es sind auch Blutspritzer da. Das heißt, das haben andere auch schon versucht. Oder waren wir da unten überhaupt schon? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt mal mit Sprung, mit Anlauf. Nö. Gut, vergessen wir es. Bringt nichts. Da wollte uns wahrscheinlich jemand verarschen. Das kennt man ja in Dark Souls. Das sind teilweise fiese Nachrichten. Aber es wäre natürlich auch langweilig, wenn jede Nachricht immer die Wahrheit wäre.